Okay, also wir schauen uns jetzt diese RC-Ladekurven an. Das ist genau dieses Thema, dass man Kondensatoren über Vorwiderstände auflädt. Und ich versuche das jetzt ein bisschen, ich versuche diesen Block so schmerzlos wie möglich zu halten. Ich bemühe mich ganz ehrlich. Also wir haben genau dieses Bild. Spannungsquelle, Vorwiderstand, Kondensator. Und wir fangen quasi an mit einem ungeladenen Kondensator. Also wenn wir da eine Kondensatorspannung einzeichnen, UC, dann ist die am Zeitpunkt 0, 0 Volt. Und dann wird die eben im Laufe der Zeit geladen. Wir haben hier die Vorspannung, ich nenne die mal U0. Dann habe ich hier meinen Widerstandswert. Und ich möchte mal damit anfangen, dass wir uns überlegen, wie diese Kurve, diese Ladekurve über die Zeit ausschauen könnte. Also wir machen jetzt keine Mathematik, wir überlegen uns anschaulich, was wird da passieren. So, wir tragen hier auf U am Kondensator. Und irgendwo natürlich, weil das Spannung ist, können wir unser U0 eintragen. Am Anfang ist 0. Und das ist eine Randbedingung, am Anfang ist 0. Also hier fangen wir an. Das ist einfach nochmal Teil der Angabe, dass wir sagen, dieser Kondensator ist zum Zeitpunkt 0 umgeladen. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur ein paar Sachen überlegen. Was wird die Spannung sein? Also ich verrate jetzt quasi mal, es gibt einen Punkt, wo diese Spannung hinstrebt. Die wird jetzt nicht anfangen, irgendwie wild zu oszillieren und zwischen zwei Punkten hin und her zu springen an einer gewissen Frequenz, sondern es gibt einen Punkt, da will die hin. Dann ist sie zufrieden, dann ist das System wieder in einem gewissen Gleichgewicht. Was wird das sein? Genau, die U0 Volt, diese Vorspannung hier. Das heißt, wenn T sehr, sehr groß wird, sag mal, hier ist T sehr, sehr groß, wir haben nicht gesagt, dass T hier ist, dann können wir davon ausgehen, dass hier die Kondensatorspannung. So. Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, wenn das dann nachher jemand online sieht. So, also in ferner Zukunft wird dann der Kondensator diese U0-Spannung, diese Vorspannung erreicht haben. Wie wird die Änderung hier ausschauen? Genau, also es wird nach oben streben, weil wir wissen, dort will es irgendwann ultimativ hin. Und es wird stark sein im Vergleich zu dem, was kommt. Weil hier ist es ja offenbar schwach, hier ist es quasi nicht mehr verändert, hier ist es ganz bretteleben. Das heißt, ich zeichne jetzt mal hier einfach einen Pfeil hin, der zeigt da mal auf. So. Und wir approximieren jetzt diesen Funktionsgraphen so, dass wir sagen, der ist da in der unmittelbaren Peripherie von diesem Punkt, ist der eine gerade Linie. Wie wird der jetzt hier ausschauen? Wird er genauso stark nach oben zeigen, wird er nach oben beschleunigen quasi, oder wird er sich abbremsen und nicht mehr ganz so stark nach oben zeigen? Naja, der Kondensator ist ja dann schon zu einem Teil geladen. Damit ist der Spannungs... Also die Differenz, die Spannungsdifferenz, die jetzt am Widerstand quasi anliegt, geringer. Genau. Es wird ein geringerer Strom durch. Genau. Nicht mehr so stark. Genau, perfekt. Also so hätten wir uns diese Steigung hier auch ausrechnen können. Dass wir sagen, da ist 0 Volt, da ist U0 Volt. U0 ist blöd gewählt, gebe ich zu. Das heißt, hier ist 0 Volt, da ist U0 Volt. Ja, dann fallen eben diese U0 Volt an den Widerstand ab. Und dann brauche ich halt nur das ohmsche Gesetz einsetzen und sagen, I ist U durch R und ich weiß, welcher Strom ist. Wenn jetzt das U kleiner wird, wird auch mein I kleiner werden. Also wenn an diesem Widerstand weniger Spannung abfällt, nimmt der Strom ab. Und wenn der Kondensator ein bisschen geladen ist, habe ich natürlich weniger Spannung an diesem Widerstand. Weil dann eben die Spannung sich aufteilt, das was schon am Kondensator ist, und der Rest fällt dann halt am Widerstand ab. Das heißt, je mehr die Ladung hier zunimmt, desto schwächer wird der Spannungsabfall am Widerstand, desto kleiner wird der Strom
Und wenn der Strom kleiner wird, dann nimmt auch die Spannungsänderung am Kondensator ab. Das ist der Trick sozusagen. Und Spannungsänderung nimmt ab, heißt, dass dieser Funktionsgraph hier flacher wird. Das heißt, der nächste Pfeil, den wir zeigen, der wird noch etwa gleich, er wird ein bisschen flacher sein. Und der nächste wird dann noch flacher sein und so weiter und so fort. Und ich habe schlecht gezeichnet, aber irgendwie so wird es. Wir müssen da was machen. Ich glaube, das ist jetzt zum dritten Mal. Ah, das ist, weil ich es jetzt tief hänge, weil du gesagt hast, ich soll es tiefer hängen. Und vielleicht dein Funkmikrofon gut. Naja, vielleicht kann ich es auch einfach so deponieren hier, dieses Kabel. Oder ich könnte einfach um 20 cm wachsen. Okay, also das ist das grobe Bild, was wir haben. Was ich jetzt in diesem Block hier mache, ist, dass ich genau diesen Gedanken, den wir jetzt gerade gehabt haben, dass ich den mathematisch formal entwickle. Dass ich irgendwie sage, okay, welchen Strom haben wir? Ja, das hängt eben von der Spannung ab, die an den Widerstand abfällt. Und da haben wir eben genau dieses I ist UR durch R, also U0 minus UC durch R. Also genau diese Differenzspannung, die noch bleibt. So. Und dann überlegen wir uns, was das eigentlich für Spannungsänderungen am Kondensator heißt, wenn der Strom fließt. Und wir führen hier dieses Differential ein, worüber ich jetzt nicht allzu viel verlieren werde. Also die Leute, die das Symbol kennen als Operator, die kennen es. Und ich glaube, es ist jetzt nicht sinnvoll, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, da grob die Differentialrechnung aufzubauen. Man kann sich grob vorstellen, diesen Operator als gemeint ist eine kleine Änderung von. Und wir haben hier quasi eine kleine Änderung der Spannung über eine kleine Änderung der Zeit, also diese Ratio, die Steigung dieses Funktionsgraphen hier, das sehen wir hier. Und bis jetzt haben wir das halt immer als Differenzenquotienten dargestellt, dass ich das ein kleines Dreieck gezeichnet habe. Wir gehen so viel nach rechts, wie viel geht es nach oben? Und dieser Bruch, der gibt uns dann an, wie stark die Steigung ist. Und wenn das halt nicht eine lineare Funktion ist, sondern wenn die halt rauf und runter ist, dann hängt es halt davon ab, wie groß man diesen Ausschnitt nimmt, damit man sagen kann, die Steigung ist so oder so. Und wenn man das dann auf einen ganz kleinen, man sagt, die Steigung in dem Punkt, das ist dann eben dieser Formalismus. Und dann setzt man das I ein, was wir da gerade vorher gehabt haben. Und damit komme ich zu dem hier. Und das hier ist eine Differentialgleichung. Also, ich habe hier eine Gleichung, in der eine Größe vorkommt, nämlich UC, das ist genau das, wofür wir uns interessieren. Und die Änderungsrate dieser Größe, das ist auf der linken Seite. Weil hier Änderungsrate ist gleich steht, also die höchste Ableitung links ist also eine explizite Differentialgleichung. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu lösen. Und die einfachste Möglichkeit, so etwas zu lösen, ist was? Genau, also man kann entweder die Liste im Anhang von MatheScriptum durchgehen und überprüfen, handelt es sich um eine separierbare Differentialgleichung? Nein, ist es in dem Fall nicht. Handelt es sich um eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung? Ja, und dann kann ich nachschauen, was die Lösung ist. Ich kann mir überlegen, was das ist, so wie wir es hier gemacht haben, indem wir so ein Richtungsfeld zeichnen. Das ist im Grunde das mit dem Computer, was wir hier gemacht haben. Zu jedem Punkt hier kenne ich ja den entsprechenden Wert von t und den entsprechenden Wert von uc. Und das brauche ich ja nur in die rechte Seite von dieser Gleichung einsetzen. Und wenn ich das in diese rechte Seite einsetze, t kommt da gar nicht vor, super. Ich brauche nur uc einsetzen. Es ist trotzdem noch eine Differentialgleichung, aber es ist ganz, ganz ungewöhnlich, dass das t nicht vorkommt in der rechten Seite. Und dann weiß ich, wie stark dieser Pfeil geneigt ist. Das ist ja die Steigung von diesem Pfeil. Und das kann ich mir aufzeichnen auf Millimeterpapier oder im Computer, das geht deutlich schneller. Und dann kann ich ja quasi geschätzt eine Linie hineinzeichnen, indem ich immer der Richtung folge, in die diese Pfeile zeigen. Oder ich nehme gleich Maxima. Maxima kann auch solche Richtungsfelder plotten. Aber Maxima kann mir vor allem Differentialgleichungen lösen. Das heißt, wenn ich einmal das
das weiß, wie dieses Ding ausschaut, klopfe ich diesen Term, wie es ist, in Maxima ein, sage, gib mir die Lösung für die Differentialgleichung. Und was macht dann Maxima? Maxima spuckt das hier aus. Also wie das geht, steht im Anhang. Ich habe einen eigenen Anhang zu Maxima, wo eben auch drinnen steht, wie man Differentialgleichungen löst. Also gewöhnliche Differentialgleichung bis zweiter Ordnung. Aber das kommt dann raus. Und das ist sozusagen die erste Formel, wo ich jetzt mal sage, das ist, man kann das natürlich auswendig lernen. Wenn man gequält worden ist, dass man Differentialgleichungen mit der Hand löst, dann kennt man diese Bauformen schon. Und wenn man die Differentialgleichung von oben sieht, dann ist ziemlich schnell klar, wie man das macht. Und dann hat man dieses Bild auch schon im Kopf. Für uns reicht es aber völlig, wenn man sagt, man braucht das mal. Ich kann mich erinnern, da gibt es ein Skript von Clifford, da schaue ich nach und da steht drinnen die Formel für so eine Ladekurve. Und die habe ich hier gleich zweimal hingeschrieben. Also das ist jetzt genauso wie dieser Schmäh mit dem ersten Ohmschen Gesetz, zweiten Ohmschen Gesetz, dritten Ohmschen Gesetz, dass wir hier quasi das erste Gesetz für eine RC-Ladekurve haben und das zweite Gesetz für eine RC-Ladekurve. Das ist beide Male die gleiche Formel. Ich habe nur schon mal vorab so umgeformt, dass egal was die Unbekannte ist, es gibt entweder die eine oder die andere, die leicht umformbar ist. Also wenn ich das UC wissen möchte und die anderen Größen kenne, dann nehme ich offensichtlich die erste. Wenn ich das U0 wissen möchte und das UC kenne, dann kann ich die erste leicht umformen, kommt aber eher selten vor. Wenn ich aber das T kennen möchte, das C oder das R, dann nehme ich eben diese zweite Schreibweise von der gleichen Formel, weil ich die eben leichter in die Form bringen kann, dass ich die gesuchte Größe dann allein stehe. Gut, also das ist jetzt eigentlich schon zu den Ladekurven, zu den RC-Ladekurven. Die haben ein charakteristisches Bild. Also das kommt sehr oft vor, dass man das hier sieht. Wenn man irgendeine Schaltung zum Beispiel testet und dann geht man mit dem Ostsee an einer Stelle, dann kommt es oft vor, dass man entweder diese Kurve sieht oder Ausschnitte von diesen Kurven. Dass man so ein bisschen so und dann ein bisschen so und ein bisschen so und ein bisschen so. Das wäre dann ein Kondensator, der zum Beispiel geladen und entladen wird über einen Widerstand. Und das erkennt man dann schon rein optisch. Ah, das ist wieder eine RC-Ladekurve. Und wenn ich dann eben wissen möchte, was ist denn zum Beispiel das Produkt von R und C, so eine Zeitkonstante, haben wir ja zehnmal, ja. Dann gibt es halt Möglichkeiten, wie ich das ausrechnen kann. Vielleicht kenne ich einen Teil der Schaltung und ich weiß das R oder ich weiß das C, dann kann ich die andere Größe daraus schließen und so weiter. Was man häufig hat, ist, dass man dieses C und R sich ausrechnen möchte. Wozu? Ich habe ein T gegeben, ich will ein C mal R. Also wenn man irgendeine Flip-Flop-Schaltung hat, in einer gewissen Zeit genau gehen soll. Ja. Flip-Flop ist was anderes, aber ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Eine astabile Kippstufe heißt das. Also eine Blinkschaltung. Dann brauche ich ja irgendwas, was eine Zeit misst, bis zum nächsten Umschalten. Und im einfachsten Fall macht man das, indem man Kondensatoren lädt und entlädt. Also man schaut sich zum Beispiel dieses Richtungsfeld hier an und man sagt, ich lege hier eine Schwelle und da eine Schwelle. Und wenn die Spannung unter die untere Schwelle fällt, schalte ich um auf Laden. Wenn sie über die übere Schwelle steigt, schalte ich um auf Entladen. Und dann wird diese Spannung hier an den Kondensator hin und her pendeln zwischen diesen Grenzen. Weil ich lade, bis ich an die obere Schranke komme und dann schalte ich wieder um auf Entladen und dann schalte ich wieder um auf Laden. Und wenn man halt irgendwelche einfachen, billigen, so blinke Dinger hat, die vielleicht nicht unbedingt auf geringen Stromverbrauch ausgelegt sind, dann ist das auf diese Art und Weise realisiert, wie die Zeit misst von einem Blinken bis zum nächsten. Wenn es um den Stromverbrauch geht, dann ist es meistens einfacher, einen sehr kleinen Kondensator sehr, sehr schnell oszillieren zu lassen und halt nicht mehr die Messtechnik, um das anzuschauen. Also dann habe ich nicht etwas, was in den Blinkrhythmus rauf oder runter geht, sondern was mit ein paar Megahertz oszilliert und der Rest der Schaltung weiß dann halt, nach ein paar Millionen Mal schalte ich um. Und, aber das Schema kann entweder so sein oder mit einem Quarzoszillator.
Weil Quarzoszillatoren kommen, glaube ich, im allerletzten Block von dem Kurs. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Gut, also das sind meine Formeln. Fragen? Also wenn jemanden die Mathematik dahinter interessiert, dann empfehle ich das sehr, sich das mal mit einem Maxima oder so anzuschauen und einfach versuchen, mit meinem Anhang das Maxima dazu bewegen, diese Differentialgleichung zu integrieren. Das ist eine sehr schöne Übung, die sehr praktisch sein kann, wenn die Gefahr besteht, dass das in Zukunft eine Problemlösungsstrategie ist. Wenn diese Gefahr nicht besteht, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, jetzt jemanden zu quälen, damit mit einem Computeralgebra-System Differentialgleichungen zu lösen. Es gibt auch viel Literatur, wie man das mit der Hand löst, aber meiner Meinung nach ist das völlig eine völlige Themaverfehlung, wenn wir uns in diesem Rahmen damit beschäftigen, weil dafür gibt es Computer. Hooray! So, Übung. Nur kurz die Strategie, rechnen können Sie dann gerne selber. Ich habe gegeben eine Spannung, eine Vorspannung, einen Widerstandswert und einen C-Wert. Und ich möchte wissen, nach welcher Zeit wird 3 Volt erreicht am Kondensator. Wir fangen an bei T gleich 0, das ist 0 Volt am Kondensator. Und nach welcher Zeit werden dann diese 6 Volt erreicht sein? Wie gehe ich da jetzt vor? Die zweite Formel nehmen, da ist das T erreichbar. Ja, ich nehme die zweite Formel, multipliziere beide Seiten mit C mal R und dann habe ich T ist gleich wunderbarer Term. C mal R mal so ein komischer Logarithmus. Was wäre denn, das ist ein bisschen eine offene Frage, was wäre denn ein Grund dafür, dass ich das für 2 verschiedene Punkte ausrechnen möchte? Also jemand, der jetzt hergeht und diese Formel verwendet für UC ist gleich 3 Volt und UC ist gleich 6 Volt. Was könnte die Motivation von dem sein, dass er das an 2 verschiedenen Punkten evaluiert? Genau, dieses Umschalten beim Linkling zwischen 3 und 6 Volt. Genau. Diese Formeln hier gelten für die Randbedingung, ich fange an bei 0 Volt. Bei diesem Umschalten interessiert mich aber nicht, wie lange brauche ich von 0 Volt, bis ich zum Beispiel auf 6 Volt lade, sondern ich brauche, wie lange brauche ich von der unteren Schwelle zur oberen Schwelle. Und entweder kann ich die Differentialgleichung mit einer anderen Randbedingung lösen, indem ich die Integrationskonstanten, die da alle schon weggefallen sind, anders wähle. Oder ich löse es einmal und sage einfach, ich setze eine Randbedingung ein. In dem Fall geht das ganz gut. Und dann schaue ich mir an, wie lange wird es von 0 Volt brauchen, bis ich auf 6 Volt geladen bin. Und dann ziehe ich die Zeit ab, die ich brauche, um von 0 Volt auf 3 Volt zu laden. Und damit weiß ich dann genau, wie lange diese Schaltung braucht, von 3 Volt bis 6 Volt. Also das wäre eine ganz, ganz klassische Anwendung von diesen Formeln, wenn ich solche RC-Timer habe, dass ich das dann für 2 Spannungen auswerte, weil mich eben nicht interessiert von 0 Volt wegladen, sondern weil ich so 2 Punkte habe, zwischen denen ich immer hin und her lade und interessiert mich natürlich nur diese Zeitdifferenz. Ist das nicht nur ein Drittel und zwei Drittel, was das ist? 1,1 mal RC oder so? Also da kann man ja den Term allgemein lösen. Ja, also das ist gleich diese Frage hier. Von welchen Größen ist T abhängig, wenn UC ein Drittel und UC zwei Drittel U0 ist? Das heißt, wenn ich das nur in Relationen angebe. Und dann kann man natürlich hergehen und kann, wenn man es da oben das anschaut, das ist ein Logarithmus, dann rechte Seite habe ich quasi Konstante mal UC, mal U0. Dann streicht sich das U0 aus dem ganzen Ding raus. Das heißt, wir sehen, wenn ich hier diese Schwellen nicht als absolute Volt angebe, sondern als einen Bruchteil von meiner Vorspannung, ändert sich die Zeit nicht. Das heißt, ich kann eine Oszillatorschaltung machen, die ich zum Beispiel mit 9 Volt vorspanne, und dann messe ich zwischen einem Drittel und zwei Drittel, also 3 Volt und 6 Volt, und da habe ich eine gewisse Zeit, und wenn ich jetzt die Schaltung gleich lasse und nur umschalte von 9 Volt Vorspannung auf 6 Volt Vorspannung, und dementsprechend jetzt die Zeitspanne messen, das braucht von 2 Volt auf 4 Volt, also wieder ein Drittel bis zwei Drittel, dann wird es die gleiche Zeit sein. Und das ist eben sehr praktisch, dass sich das so rauskürzt, weil ich damit Zeitmessungen machen kann, die halbwegs stabil bleiben, auch wenn sich meine Versorgungsspannung ändert. Während wenn ich testen würde, wie lange brauche ich, um von 0 Volt bis zu einer konstanten
Zahl zu messen, dann wäre es blöd, wenn ich dann irgendwie sage, von 0 Volt bis 5 Volt und wenn die Batterie frisch ist, ist die Vorspannung 9 Volt, wenn sie nicht mehr ganz so frisch ist, die Vorspannung 7 Volt, dann funktioniert das nicht mehr so. Aber darum sind diese meisten Oszillatoren immer so, dass die mit Bruchteilen von der Vorspannung arbeiten für diese Schwellen, sodass die Stabilität halbwegs gewährleistet bleibt. So, dann haben wir die Frage, wozu braucht man das Ganze eigentlich? Ein Ding haben wir jetzt eh schon, nämlich dieses Zeitmessen. Das andere ist was zu denken. Also ja, zu perfekt. Wie kannst du an diesem Bild erklären, warum so eine RC-Schaltung dämpfend wirkt? Also ja. Eigentlich im Was ist denn die Eingangsgröße, wenn du es zum Dämpfen verwendest? Was ändere ich eingangsseitig? Und was schaue ich mir aus? Die Vorspannung, U0. Die hier. Also die Spannung, der sich der Ausgangspegel nähert, die änderst du. Gut, jetzt weiter. Ja, und was ich gesagt habe, ist, dass eben da bei T0 ist, also man kann es natürlich da auch linear nähern und da ist es eine gewisse Steigung gegeben und umso weiter ich von dem weg, umso niedriger wird diese Steigung. Umso weiter weg, desto steiler wird die Steigung. Also umso höher die Zeit ist, umso niedriger ist die Steigung. Aber natürlich beim U ist, umso weiter ich weg bin. Stell dir vor, das System ist im eingeschwungenen Zustand. Wir haben ein konstantes U0 und die Kondensatorspannung hat sich vollständig diesem U0 genähert. Also vollständig heißt unterhalb unserer Messmöglichkeiten. Und jetzt gehe ich her und mache eine Änderung an U0. Ich hebe das um 1 Volt ab und einen ganz, ganz kleinen Sekundenbruchteil später senke ich es wieder um 1 Volt, sodass es am Originalwert ist. Das heißt, U0 macht sowas. Wie wird sich jetzt UC verhalten? UC wird. Also ich helfe mal, also soweit ist es glaube ich klar. Es wird langsam anfangen. Also natürlich wird die Änderung stark sein. Aber es wird gar nicht so weit raufkommen, dass es den Neues erreicht. Genau, also je nachdem, wie groß der Kondensator und der Widerstand ist, das wissen wir halt nicht. Wir können da jetzt nur, aber es könnte zum Beispiel so ausschauen. Nicht? Also da sieht man schon, dass es anfängt, sich abzuschwächen, aber das ist nur ein Teil her. So, was passiert jetzt hier? Fällt das wieder ab mit dieser Zeitkonstante? Ja, wie ist die, also es ist fallend. Wie ist die Krümmung? Am Anfang ist es steil und nachher ist es schwächer. Aber schwächer natürlich. Genau, hier ist es eine rechtsgekrümmte Funktion, da ist natürlich eine linksgekrümmte Funktion. Jetzt. Und vor allem, weil der Abstand ja von der Spannung etwas kleiner ist, von der U0 sozusagen, als von dem Spike da oben, wird es etwas flacher sein. Genau, das ist sehr wichtig. Ich kann nicht einfach dieses Bild nehmen und umdrehen. Weil dann wird es quasi so runtergehen und dann wird es hart diese Linie treffen und dann da drinnen bleiben, sondern ich werde hier eine exponentielle Annäherung haben. Wenn wir uns diesen Funktionsgraphen hier jetzt fortgesetzt denken, also wir sagen, was wäre gewesen, wenn U0 nicht wieder zurückgesprungen wäre, dann würde das halt irgendwie so ausschauen. Nicht? So. Was ich jetzt machen kann, ich kann diese Distanz hier messen. Und dann kann ich sagen, okay, das ist Hausnummer diese Distanz hier. Ich weiß, in der Abbildung ist es nicht ganz so von der Idee, der Gedanke ist es tatsächlich. Und jetzt kann ich quasi das hier mit meinem Bildbearbeitungsprogramm nehmen, ausschneiden, spiegeln und hier einsetzen. Und dieses, das hier, das ist quasi das Gleiche, nur gespiegelt in der wie gesagt. Und das könnte man jetzt, diesen Verlauf hier, rauf geht und runter, aber nicht ganz so weit rauf und auch nicht ganz so schnell. Wir haben hier eine ganz harte Kante. Nicht? Hier springen wir wirklich von einem
Potenzial aufs andere. Hier tun wir das nicht, sondern wir sehen, okay, in die Richtung geht's, dann macht man mal schon langsam eine Änderung. Und das könnte man jetzt umgangssprachlich gut als Dämpfung umschreiben. Dass ich quasi diese Änderungen nehme, die vollziehe ich zwar nach, aber Sachen, die sehr schnell gehen, dem wandere ich halt nur gemütlich und langsam nach. Wozu werde ich sowas brauchen? Außer jetzt vielleicht in der Signalverarbeitung, natürlich auch als Filter. Netzteile. Genau, das ist, also Netzteile ist das große Ding. Man nimmt dann halt dort nicht RC-Schaltungen, sondern LC-Schaltungen, dazu kommen wir, aber nicht heute. Aber die Grundidee ist die gleiche, dass ich da was habe, aus der Steckdose kommt halt ein hässlicher Strom. Strom aus der Steckdose, aber ist hässlich. Und dann müssen wir ihn ein bisschen verschönern, dass er eben nicht so hochfrequente Artefakte drin hat. Und das machen wir, indem wir es durch so einen Filter durchschicken. Und das wäre eine andere Anwendung für diese Grundidee hier von einer RC-Schaltung. Und was man auch machen kann, auf ein anderes Niveau, also Spannungsniveau, das einzukoppeln. Koppeln. Weil er konstant, also der DC-Anteil isoliert. Ja, ist natürlich richtig. Ich werde aber jetzt nichts dazu sagen, weil wir werden uns dazu noch mehr beschäftigen, wenn wir dann in die analoge Signalverarbeitung kommen. Den letzten Punkt hier noch. Man nimmt normalerweise, wenn man diese Zeitmessungssachen macht, einen mittleren Bereich. Müsste man nicht. Man könnte sagen, ich messe die Zeit von 1% bis 99% von Unruhen. Stattdessen nimmt man mehr sowas wie von einem Drittel bis zu zwei Drittel. Warum? Rauschen. Ja, wo ist Rauschen empfindlich? Also wenn ich jetzt quasi die Zeit messe von einem Drittel bis zwei Drittel von Null, wäre Rauschen empfindlich in dem Bereich von Null bis einem Drittel oder im Bereich von zwei Drittel bis eins? Von zwei Drittel bis eins. Genau, dort. Zwei Drittel bis eins. Wenn ich da oben bin, und ich messe quasi die Zeit, die ich brauche, bis ich auf 99,98% der Vorspannung bin. Das ist schon so nah dran, wenn das da ein bisschen rauscht, passiert das ein Jahr früher oder später. Hier ist die Kurve aber ziemlich steil. Und wenn die Kurve steil ist, habe ich eben eine relativ große Messsicherheit. Wenn ich da ein bisschen Rauschen habe, dann ist es vielleicht eine Millisekunde früher oder später. Aber es ist nicht so, dass es das massiv jetzt in dem Fall verändert. Natürlich kann eine Millisekunde, wenn das mit einer Megahertz oszillieren sollte, viel ausmachen, aber also in dem Bereich hier ist quasi eine kleine Änderung in der Spannung und eine kleine Änderung in der Zeit. Hier oben aber eine kleine Änderung in der Spannung, eine massive Änderung in der Zeit. Weil sich eben hier das Signal über der Zeit nur noch sehr wenig ändert. Darum, wenn ich das Signal quasi anheben würde um ein paar Millivolt, dann würde das quasi einem sehr, sehr großen Zeitsprung entsprechen. Während wenn ich hier das Signal um ein bisschen anhebe oder abspreche, entspricht das einem sehr kleinen Zeitsprung. Und darum nimmt man immer so einen mittleren Bereich und meistens so ein Drittel bis zwei Drittel der Versorgungsspannung sind so gute Zahlen. Man kann auch sagen, von einem Viertel bis drei Viertel, dann hätte man ein bisschen einen größeren Bereich oder von zwei Fünftel bis drei Fünftel, was weiß ich. Aber dass man halt in dem Bereich bleibt, wo sich das Signal eher schön, stabil und schnell ändert und nicht dort, wo die Änderungsrate von dem Signal selber schon vernachlässigbar klein ist. Gut. Also das war jetzt unser kurzer Exkurs zu den RC-Gliedern. Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben heute nach der Leistung angefangen mit den Kondensatoren und haben uns überlegt, wie ein konstanter Strom in einem Kondensator das ändert. Und dann haben wir schrittweise, weil diese konstanten Ströme in der Realität wenig vorkommen, uns überlegt, wie das mit Spannungen ist. Und haben uns hier mal überlegt, wie das mit der Energie ist und gesagt, naja, es ist wurscht, wie der Kondensator dorthin kommt. Wenn er in diesem Zustand ist, hat er so und so viel Energie gespeichert. Dann haben wir uns die eigentlichen Spannungsverläufe angesehen. Und die Strategie war die, dass wir wieder gesagt haben, es ist viel einfacher, Ströme durch einen Kondensator durchzuschicken
und dann zu fragen, wie verhält sich die Spannung. Das heißt, wir schauen uns an, was der Spannungsabfall an den Widerstand ist, wo das Ohmschiff ist, jetzt kommen wir auf einen Strom, dann können wir uns anschauen, wie stark dieser Strom den Kondensator lädt oder entlädt. Kommen auf ein Gleichungssystem, das blöderweise eine Differentialgleichung ist, das können wir mit Maxima lösen. Und so sind wir auf diese Punkte gekommen. Okay, gibt es noch Fragen? Eine ganz praktische Frage, der Kondensator ist aufgeladen. Ja. Ich habe jetzt so einen Windsamstoff wieder. Wenn ich den jetzt rausnehme in geladenen Zustand, auf was muss ich da achten? Darf ich das überhaupt? Soll ich das? Passiert da was Schlimmes? Explodiert das? Was auch immer? Oder ist es kritisch? Also, wir werden das machen. Das ist das Experiment hier. Gleich nach der Pause werden wir genau das probieren. Wir werden einen Kondensator laden und am Multimeter schauen, wie das ausschaut, wenn das so in der Luft ist. Es hängt davon ab, was für ein Kondensator das ist. Wenn das irgendwo so ein 100 Mikrofarad Teil ist, dann kann man damit relativ gefahrlos hantieren. Wenn das so ein richtig großer Kondensator ist, also man baut ein Netzteil auseinander und da ist so ein großer Stück Schutzkondensator drinnen, mit dem man jemanden erschlagen könnte, dann sind die gefährlich. Und die sind leider Gottes nicht nur gefährlich, wenn ich sie gerade aus dem Netzteil ausgebaut habe und das Netzteil ist gerade noch gelaufen. Die sind auch gefährlich, wenn das Netzteil seit ewigen Zeiten abgeschalten ist, kann es trotzdem sein, gerade wenn das alte Teile sind, dass die dort keine Entladewiderstände haben. Ich weiß, das ist blöd, weil gerade die alten Sachen sind schübsten auseinandernehmen und ich bin tendenziell dafür, die Sachen auseinanderzunehmen und sie nicht vor Kondensatoren zu fürchten. Aber es schadet nichts, zum Beispiel Spannungen an Kondensatoren zu messen, bevor man sie ausbaut. Und was bei Kondensatoren, also bei den großen, gefährlich sein kann, ist die Lagerung. Die kann ich ungeladen ins Regal legen und 2 Jahre nicht angreifen und dann auf diese Kontakte draufgreifen und da ist 200 Volt drauf. Und darum sollte man solche großen Kondensatoren immer kurz geschlossen lagern. Dass man da einfach die beiden Anschlüsse miteinander verbindet. Naja, und wenn ich 2 Sachen verbinde, dann ist die Potentialdifferenz immer 0 Volt. Das heißt, dieser Kondensator ist dann immer ungeladen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Kondensator kommt ungeladen ins Lager und ladet sich selbst auf. Ja. Wodurch? Das kann durch 2 Gründe sein. Das eine ist, gerade die großen Kondensatoren, die Elektrolytkondensatoren sind, haben sehr, sehr ideale Eigenschaften. Also das kann sein, dass ich den geladen habe, ich entlade den und dann ist er trotzdem noch nicht in dem gleichen Zustand, wie wenn ich den eine Woche lang kurz geschlossen liegen lasse. Und wenn ich den dann quasi die Anschlüsse wieder wegnehme, ich weiß nicht, welche Prozesse dann dazu führen können, dann baut sich dort wieder Ladungen auf. Das zweite ist, dass es tatsächlich vorkommen kann, dass irgendwelche Einstreuungen gleichgerichtet werden und so, aufgrund von irgendwelchen Nichtlinearitäten. Also dazu kenne ich mich zu wenig dazu aus, wie gerade große Kondensatoren aufgebaut werden, weil die de facto nicht Kondensatoren sind mit Scheiben dazwischen, E-Feld und fertig, sondern seltsame Mischdinger zwischen Kondensatoren und Batterien und weiß der Geier was. Ich weiß nur, dass das ein reales Phänomen ist und dass man gerade diese großen Kondensatoren, da haben wir auf jeden Fall kurz geschlossen, aber nicht so was hier, also vor dem fürchte ich mich nicht. Aber das ist kein Gerücht? Nein, das stimmt. Ich habe selber schon beobachtet, bei einem großen Kondensator, 10.000 Mikrofarad, den ich kurz geschlossen habe. Und ein paar Sekunden später hat es nochmal blitzt. Also gerade unmittelbar danach gibt es eben diese Erholungsphase und angeblich können sie sich auch irgendwie aufladen. Ich weiß nicht, wie das genau geht. Also grundsätzlich kann da ein E-Feld einstreuen. Die Frage ist, was gleich richtet da? Und dazu weiß ich halt nicht gut genug, wie das mit... Was auch sehr gefährlich sind, sind die Blitzkondensatoren und Blitzgeräten drin sind. Weil die sind Ausschläge für sehr hohe Ströme, die es da verbringen. Und die können auch über Wochen, Monate Aber haben. Also gerade wenn die Kondensatoren geladen sind, also das kann ich auf jeden Fall sagen, einen geladenen Kondensator ins Regal legen, der hält sehr, sehr lange seine Ladung. Also der Ladungsverlust von einem Kondensator ist im Wesentlichen definiert durch die Luftfeuchtigkeit der Umgebung und nicht durch das, was der an Selbstentladungen drin hat. Und
damit sich das an der Oberfläche des Kondensators durch die Luftfeuchtigkeit entlädt, das dauert. Selbst wenn da nur relativ kleine Ladungsmengen drinnen sind, weil wenn da ein Farad drinnen ist und der ist auf... Ein Coulomb? Ein Coulomb pro Volt. Wenn das... je nachdem, was du damit gekettet hast. Wobei die ganz großen, die gehen meistens nur bis 3 Volt und so, und da fürchte ich mich auch wieder nicht davor. Also wo ich mich fürchten würde, sind die großen Kondensatoren, die aber nicht die ganz, ganz riesigen Kondensatoren sind. Also diese Supercaps, die halt irgendwie 100 Ampere liefern können und was weiß der Geier was, die können nicht mehr als 3 Volt vertragen. Und da ist es mir wurscht, dass der Kondensator im Kurzschluss 100 Ampere liefern könnte, wenn ich den so angreife, da ist mein Widerstandswert zu groß, der kann vielleicht im Kurzschluss 100 Ampere liefern, aber der liefert praktisch nichts, weil wenn ich eine 3 Volt Knopfzelle so angreife, passiert genauso wenig. Gut, sonst noch Fragen? Von Kondensatoren dann ein praktisches Problem, dass wir da Nein, also nicht, dass also ich hätte mich noch nie um das gekümmert. Wobei, also gerade bis auf riesige Kondensatoren vertragen sie es ja auch ohne Probleme, dass sie kurz geschlossen werden, und das ist eigentlich das Schlimmste, was dem passieren kann in der Situation. Weil du lötest ja sowieso an der Schaltung, wenn sie nicht versorgt ist. Zumindest wäre das die Idee, also die meisten Lötkolben sind geerdet, das heißt, überall mit den Lötkolben hingeht, macht man einen Massekurzschluss. Es gibt Lötkolben, wo das nicht so ist, aber die meisten sind geerdet. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man den Kondensator mal kurz schließt beim Löten, und das sollte er eigentlich aushalten, weil das wäre ja genau das, was du machen würdest, um sicherzustellen, dass er nicht geladen ist, dass du ihn kurz schließt. Okay.